Herr Bayer, ich habe hier von einem Unternehmer folgendes Schreiben vorgelegt bekommen. Ich zitiere wörtlich. Nach § 4 Absatz 1 Nummer 1b Einkommensteuergesetz sind Zuwendungen an pauschal dotierte Unterstützungskassen der Höhe nach begrenzt. Für Anwärter können 8 × 25% der zugesagten Jahresrente in die pauschal dotierte Unterstützungskasse eingebracht werden. Und das entspricht der zweifachen Jahresrente insgesamt. Eine 100%ige Anwartschaftsfinanzierung ist demnach nicht möglich, da nur ein Reservepolster dotiert werden kann, das nur für ca. 20% des benötigten Versorgungskapitals ausreicht. Die Deckungslücke von ca. 80% kann erst im Versorgungsfall der pauschal dotierten Unterstützungskasse vom Trägerunternehmen gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz als Deckungskapital zugeführt werden. Eine periodengerechte Anwartschaftsfinanzierung ist sofern nur über eine rückgedeckte Unterstützungskasse zu erzielen. Ja, die fehlende Ausfinanzierungsmöglichkeit, das ist das beliebteste Argument, das Versicherer immer wieder bringen. Und es ist natürlich tatsächlich richtig, dass nur eine Anschubfinanzierung in Höhe der zweifachen Jahresrente oder auch nur 20% der Kapitalzusage gemacht werden kann. Aber, was natürlich nicht dazu gesagt wird, die Anschubfinanzierung ist immer wesentlich höher, als was man zu dem Zeitpunkt bereits bräuchte. Bei einem klassischen Modell über Darlehensrückgewähr, wenn man nur mit einem Zinssatz von 7% arbeitet und ich nehme hier mal einen Mitarbeiter mit 30 Jahren, der ist auch nicht mehr so jung, schaffe ich mit einem Zins bereits von 7% eine Ausfinanzierung von 160%. Bei einem 37-jährigen Mitarbeiter schaffe ich immer noch Ausfinanzierung von 100%. Je nachdem, wie das Alterskollektiv ist, finanziere ich sogar deutlich mehr aus, als notwendig ist. Es ist nur so, dass die Ausfinanzierung in einem Bereich am Anfang Dotierung heißt, zum Schluss heißt sie nur mehr Zinsen. Aber es kann auf jeden Fall vollständig ausfinanziert werden und es wird in der Regel im Normalfall auch immer vollständig ausfinanziert. Das ist also bei Weitem kein Argument, mit dem man die pauschal dotierte Unterstützungskasse schlecht reden kann, sondern gerade die hohe Zahlung am Anfang ist ein Positiv von der pauschal dotierten Unterstützungskasse, weil dadurch natürlich sich auch Fluktuationsgewinne ergeben und immer mehr steuerlicher Aufwand am Anfang bereits verarbeitet wird, als man überhaupt bereits bräuchte. Also von daher ist nicht nur mit der rückgedeckten Unterstützungskasse währungsgerechte Ausfinanzierung möglich, sondern eine Ausfinanzierung ist immer möglich, auch bei der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Versichererargumenten, die diese gerne bemühen. Wir haben da in der XING-Gruppe pauschal dotierte Unterstützungskasse einfach bei Google mal unter XING bzw. Nachteile, Versichererargumente, pauschal dotierte Unterstützungskasse mit solchen Schlagwörtern einfach mal googeln. Da findet man Zusammenstellung von 6, 7 Argumenten, die Versicherer immer wieder bringen in dem Zusammenhang und natürlich auch fachlich und sachlich die Argumente richtiggestellt. Es gibt tatsächlich ein, wenn Sie wollen, Nachteil oder Risiko, wie immer man es nennen möchte. Ich sehe es weder als Nachteil noch als Risiko, sondern als Faktum. Wenn ein Arbeitgeber seinem Mitarbeiter einen bestimmten Eurobetrag pro Monat zusagt, freiwillig als Arbeitgeberleistung oder als Entgeltumwandlung, und sagt darüber hinaus eine Verzinsung von 2, 2,5, 2,75% oder Ähnliches zu, dann muss er tatsächlich zum Schluss auch diesen Betrag von zum Beispiel 100 Euro plus 2,5 oder 2,75% Zinsen auch haben und erwirtschaften. Traut er sich das nicht zu, soll er halt nur 2,25 oder vielleicht auch nur 2,0 machen. Irgendwann wird es auch für den Mitarbeiter uninteressant. Aber selbst ein Zins von 1,5% bezogen auf 100% des Kapitals, also nicht nur auf 70-80% Sparanteil wie beim Versicherer, führt immer noch zur deutlich höheren bis teilweise doppelten Leistung als bei einer klassischen Versicherungslösung. Das ist das Einzige, was als Nachteil, was als Auflage, was als Anforderung vom Arbeitgeber zu beachten ist. Alles andere sind tatsächlich wirtschaftliche, strategisch gestaltbare Vorteile, die der Arbeitgeber für sich entsprechend nutzen kann.